Moin Moin Steakhouse-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Ich wage mich heute mal an die Flugzeugträger ran und zwar sind wir hier bei den Briten gelandet, Tier 8 Implacable. Der Nachfolger der Furious auf Tier 8, also britischer Träger, den könnt ihr haben, wenn ihr mit der Furious 158.000 XP erfarmt habt und auf eurem Konto noch 11,5 Millionen an Credits übrig habt. Bevor wir richtig ins Gefecht gehen, möchte ich euch mal sagen, dass diese Runde für mich nicht super repräsentativ ist. Warum ist das so? Weil wir hier High-Tier sind. Wir haben einen Tier 8 Flieger und ihr seht auf der anderen Seite viele Tier 6 und Tier 7 Schiffe drinne. Das ist nicht unbedingt das Maß der Dinge und ich denke mal, der Ausgang der Runde wird das auch relativ deutlich machen, warum das so ist. Im Gefecht selber werdet ihr an einigen anderen Stellen sehen und ich werde euch darauf hinweisen, warum wir manche Sachen machen können im Tier 6 Gefecht, die wir in Tier 8, Tier 10 Bereich definitiv nicht machen können oder auch nicht machen sollten. Am Anfang der Runde haben wir uns unsere Schlachtflugzeuge gegriffen, die natürlich nicht unbedingt die primäre Waffe der britischen Träger sind, aber wir versuchen hier natürlich die gegnerischen Zerstörer erstmal aufzudecken und da zu spotten und gegebenenfalls auch Schaden anzubringen. Hier ist auch schon der Sasch hier offen. Jetzt drehen wir mal eine Kurve und einen Bogen rum und versuchen da mal ein bisschen Schaden anzubringen. Ihr seht, der gegnerische CV hat da auch schon Jäger gedroppt. Die habe ich auch beim Anflug eigentlich schon gesehen, aber jetzt bin ich so fokussiert auf die Asashio, dass ich da jetzt mitten in die Jäger reinfliege. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber gut, passiert. Wir drehen hier trotzdem mal einen Bogen rum und wollen nochmal einen zweiten Angriff auf die Asashio starten. Die geht hier zu. Aber einen Angriff kriegen wir hier hoffentlich noch durch. Aber ihr seht auch schon, die Jäger sind stark. Also wenn ihr da reinfliegt, dann schlechte Karten, haben wir auch gerade alle unsere restlichen Flieger verloren. Nichtsdestotrotz, jetzt noch gleich nochmal den zweiten Angriff mit den Schlachtflugzeugen, auch nochmal Richtung Asashio. Ihr seht auch, die Leitende geht auf, die könnten wir jetzt auch anfliegen. Das wäre auch eine Möglichkeit, die direkt am Anfang der Runde ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber die lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Asashio. Als Alternative zu den Schlachtflugzeugen haben wir natürlich unsere Torpedobomber, welche bei den Briten relativ angenehm zu fliegen sind. Was bedeutet das? Ihr habt eine kurze Aktivierungszeit der Torpedos mit zulaufendem Zielbereich. Das macht es gerade auch für Anfänger relativ leicht, vernünftige Drops auf den Gegner abzusetzen. Und die werden natürlich im späteren Verlauf auch noch mit reinkommen. Jetzt versuchen wir unsere Al-Yukikaze hier zu schützen. Die gegnerische Implacable geht da auch drauf und die Yukikaze hat das schon ganz gut gefressen. Aber ja, die Implacable hat er jetzt schon abgelassen, deswegen lassen wir jetzt auch keine Fighter hier, um diese zu verschwenden. Wir brauchen die sicherlich noch im Laufe des Gefechts. Ihr seht gerade mal 3 Minuten rum. Da verschwende ich jetzt noch keine Fliegerstaffel, weil die Yukikaze jetzt erstmal safe ist. Hier geht unsere Asashio wieder auf. Und auf die wollen wir uns erstmal konzentrieren. Ich lasse jetzt hier nämlich meine Fighterstaffel da, um die Asashio aufgedeckt zu lassen, damit unsere Leute auch auf die Asashio schießen können. Ihr seht, er bleibt offen. Auch mir hilft das hier in diesem Fall, da ich genau sehe, wo er hinfährt. Und jetzt versuchen wir wieder unseren Drop zu setzen. Ja, 4600 Schaden. Das war doch schon mal ganz amtlich und das wird auch die Asashio schon mal ein bisschen beeindruckt haben, da nicht großartig weiter offensiv zu fahren. Aber ihr seht auch, unsere Schlachtschiffe auf der Seite drehen auch da ein bisschen ab. Da sind die erstmal nicht in unmittelbarer Gefahr. Jetzt im nächsten Anlauf greifen wir uns mal die Torpedobomber und suchen uns hier ein entsprechendes Ziel aus. Asashio ist erstmal keine Gefahr, deswegen gehe ich da erstmal nicht weiter drauf. Und wir gucken hier zum Beispiel, haben wir eine relativ einzelfahrende Nelson. Die können wir uns doch schon eigentlich mal probieren vorzunehmen. Genau das Ganze werden wir jetzt auch machen. Pensacola ist da mit der AA ein bisschen hinten mit dran. Die kann da natürlich auch auf uns wirken. Aber wir probieren es einfach mal, diesen Angriff hier durchzubringen. Ihr seht, er steht ja auch schön Breitseite. Und da können wir natürlich gut unsere Torpedos absetzen, weil er auch schön stehen bleibt. Jetzt erkennt er die Gefahr, versucht dann noch irgendwie anzufahren. Aber die Drops sind draußen. Und ich denke mal, die Torpedos werden wir durchbringen. Einmal Flooding haben wir gesetzt. Wunderbar, das ist nämlich unser Ziel, mit den Torpedos am besten ein Flooding zu setzen. Jetzt fliegen wir die Nelson gar nicht noch einmal an, sondern wir fliegen die Fuso an, weil wir seht oben rechts, das Flooding tickt bei der Nelson. Sprich, er kann momentan wohl nicht reparieren, weil er vielleicht schon vorher mal einen Brand repariert hat. Deswegen einfach mal auf die Fuso noch droppen und nochmal auf ein Flooding hoffen, so dass unsere Leute das natürlich auf der Seite weiter ausnutzen können.
Der Abwurf ist hier nicht ganz optimal. Ich habe mir das gespart, nochmal eine größere Runde zu drehen. Aber drehe auch gleich nochmal ein. Und hier seht ihr den guten Wendekreis von unserem Torpedobombern. Ich muss nicht weit abfliegen von dem Schiff, sondern ich kann direkt wieder eindrehen und direkt den nächsten Drop raushauen, ohne dass mir da viele Flieger verloren gehen. Und ja, zwei Angriffe haben wir durchgebracht auf die Fuso. Und das haben wir auch relativ leicht geschafft, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben unseren Stufenvorteil, Fuso Tier 6 Schlachtschiff, wir T8 Flugzeugträger. So, ich habe mir jetzt nochmal die Schlachtflugzeuge geschnappt und versuche jetzt einen Brand nochmal auf die Nelson zu legen. Wir hätten alternativ natürlich jetzt auch unsere Bomber nehmen können, aber die Nelson steht jetzt so schön nochmal eigentlich Breitseite, da können wir nochmal versuchen, irgendwo die Aufbauten in Brand zu setzen. Mit unserem Bomber hätten wir da ein bisschen anders anfliegen müssen, weil einfach die Ellipse für so einen Breitseitenangriff nicht unbedingt geeignet ist. Und ihr seht nämlich auch, beide Zerstörer wurden schon rausgenommen. Wir können uns jetzt also ein bisschen mehr auf den Schaden auf Schiffe konzentrieren, die ein bisschen low HP sind oder die viel HP haben oder die irgendwo pushen. Leider kein Brand auf den Nelson gesetzt. Und wir drehen aber auch nicht großartig um, sondern die Colorado ist nämlich schön in unserer Flugschneise und wir versuchen es einfach gleich da nochmal rauf, bevor wir irgendwo drehen, und setzen auch direkt den Brand. Schicken unsere Flieger zurück und jetzt zum ersten Mal in Aktion unsere Bomber. Jetzt nehmen wir unsere Bomber. Die sind natürlich speziell, da sie einen besonderen Abwurfstil hat. Und zwar keinen normalen, sondern wir legen einen Bombenteppich. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Ellipse eigentlich ein bisschen vor dem Schiff platzieren und vorausahnen, wie weit das Schiff in dieser Zeit, ungefähr 4 Sekunden sind, bis die Bomben fallen. Ja, das macht es ganz speziell, weil hier macht eigentlich die Menge der Treffer viel Schaden aus und zudem die Brände. Hier die Nelson gerade im Brand gesetzt, aber wir fliegen sie an. Hier seht ihr super, nicht Breitseite, sondern frontal. Kein Brand, aber trotzdem, der Schaden hat es gebracht. Jetzt drehen wir wieder ein auf die Colorado. Ihr seht, wir müssen wieder ein bisschen spielen mit den Fliegern mit WASD und gucken, dass wir möglichst viele Bomben entsprechend anbringen. Und hier haben wir gleich einen Doppelbrand drauf. Und wenn sie vorhin gelöscht hat, hat sie jetzt ein Problem. Und der Ticker läuft auch oben entsprechend. Ja. Deswegen nehmen wir uns jetzt unsere Torpedobomber und gucken, dass wir jetzt A verteidigen können. Ihr seht, Pensacola und die Low HP York drücken da hinten. Und wir haben eigentlich nur so richtig eine Hipper, die da was entgegensetzt, und die Ashitaka. Also, Hipper irgendwo ein bisschen erstmal verteidigen. Ihr seht, die gegnerische Implacable versucht da nämlich auch ihren Schaden drauf zu bringen. Und wir setzen mal einen Jäger hin ab. Deswegen können wir hoffentlich unsere Hipper ein bisschen in Schutz nehmen und greifen einfach mal die Pensacola an, die da relativ full HP noch ist, und setzen einfach mal eine Staffel Torpedobomber ab und versuchen damit unsere Hipper damit ein bisschen zu helfen. Ihr seht, wir müssen auf jeden Fall viel weiter vorhalten als beim Schlachtschiff, weil die Kreuzer natürlich entsprechend schneller sind, aber beide Torpedos finden ihr Ziel. Und jetzt wollen wir natürlich die York rausnehmen. Die ist Low AP 3500, da versuchen wir einfach mal, auch wenn sie jetzt weiter angewinkelt ist, ist ein bisschen schwieriger, aber gut, jetzt fährt sie doch wieder weiter rein, unsere Torpedos abzuwerfen, dass wir einfach dieses Schiff rausnehmen und eine weitere Gefahr bannen. Ihr seht, wir haben auch kaum Schiffe verloren hier, Flugzeuge verloren natürlich. Und bringen diesen Angriff durch und zerstören diese York relativ einfach. Pensacola ist jetzt auch schon low. Die restlichen Flieger schicken wir wieder zurück und versuchen jetzt mit unseren Bombern den nächsten Angriff durchzubringen. Wie können wir jetzt also unsere CVs bei den Briten ein bisschen klassifizieren? Wir haben langsame Flieger und etwas kleinere Staffeln wie bei anderen Nationen. Dafür haben die Flieger aber viele Strukturpunkte bei den Fliegern, eine gute Wendigkeit und sind sehr präzise beim Angriff, was es gerade für Anfänger ein bisschen leichter macht, hier ihre entsprechenden Angriffe auch durchzubringen bei den Schiffen. Dadurch, dass wir hier einen T8 Flugzeugträger haben und jetzt nur noch Tier 6 Schiffe bis auf die Colorado gegen uns haben, ist es hier relativ leicht, jetzt unseren Schaden, unseren Damage anzubringen. Ich muss halt ganz klar sagen, das habt ihr nicht, wenn ihr gegen Tier 8 oder sogar im Tier 10 Gefecht seid. Hier sieht es relativ einfach aus. Ich möchte euch bitten, da jetzt nicht irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Deswegen habe ich es eingangs gesagt, dieses Video ist eigentlich nicht wirklich repräsentativ für unseren Tier 8 Flieger. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie viel Schaden man auch wirklich anbringen kann, wenn man High Tier im Flugzeugträger ist.
Ja, im Tier-Zing-Effekt habt ihr wieder ganz andere Aufgaben. Da seid ihr eigentlich mehr mit Spotten beschäftigt, gucken, dass ihr die gegnerischen Zerstörer irgendwo aufdeckt oder sogar zerstört, Schaden anbringt. Hier können wir jetzt schön eigentlich ganz in Ruhe unseren Damage farmen, gucken, dass wir die Caps irgendwo halten oder gegnerische Schlachtschiffe, die langsam sind, wieder abbringen, dass sie hier irgendwo versuchen zu cappen. Ihr seht, die Fuso brennt hier schon lichterloh, deswegen einfach nochmal unser Anflug mit den Torpedos. Wir farmen eigentlich die Schiffe runter. Ihr seht, oben haben wir sogar den Nachteil von den Caps. Natürlich haben wir diese Runde noch lange nicht gewonnen, obwohl wir jetzt schiffsmäßig den großen Vorteil haben. Jetzt, wo wir ein bisschen die ganzen Schiffe hier so ein bisschen abfahren, nehmen wir mal meine Kapitänskillung. Ich habe hier Luftherrschaft geskillt, verbesserte Motoren, Experte der Überlebensfähigkeit. Ganz wichtig hier eigentlich mehr Strukturpunkte je Schiffsstufe für eure Flieger. Flugzeugpanzerung, Tarnungsmeist und Visierstabilisierung. Das könnt ihr gerne mal so ausprobieren oder ihr findet eure individuelle Skillung genauso bei den Verbesserungen. Ich blende sie euch einfach mal unkommentiert ein. Je nachdem, ob ihr lieber mit Torpedostaffeln unterwegs seid oder mit den Bombern, könnt ihr hier verschiedene Skillungen wählen. Meine Skillung, wie gesagt, habt ihr unten eingeblendet. Schaut drauf, übernehmt sie oder ändert sie entsprechend, wie ihr sie haben möchtet. Man muss auch sagen, ganz klar, im Late Game hier, zweite Hälfte des Gefechts, ist eigentlich mehr die Zeit der Flugzeugträger, da die ganzen Schiffe beim Gegnerteam entsprechend weiter aufgegliedert sind, nicht mehr so eng beieinander fahren. Hier habt ihr natürlich weitere Vorteile, einzelfahrende Schiffe anzugreifen. Die solltet ihr auch fokussieren. Ja, gerade die einzelfahrenden Schiffe sind die, die am verwundbarsten sind. Gegebenenfalls wurde schon viel von der Flak zerschossen, die ist nicht mehr bei 100% und auch. Sie können sich nicht so wehren, als wenn sie zusammen in einen Verband fahren. Ja, hier bringen wir wieder wunderbar Schaden an der Corvette an, können nochmal den zweiten Anflug starten. Ihr seht, ein Flieger ist bei uns erst im roten Bereich. Wir fliegen jetzt nicht ganz optimal an, versuchen jetzt hier noch ein bisschen einzudrehen. Jetzt verlieren wir ein paar Flieger, aber zwei Angriffe haben wir relativ gut durchgebracht und haben zwei Brände auf die Colorado gelegt. Ja, und so können wir den Gegner eigentlich jetzt vor uns hertreiben. 2 zu 2 Caps und wir farmen weiter ab. Und ihr seht jetzt da oben eine Bayern. Was können wir mit dieser Bayern machen? Anfliegen und eigentlich so ziemlich vernichten, ohne irgendwelche große Angst zu haben. Und das sehe ich gerade so ein bisschen als Problem zwischen den einzelnen Tierstufen. Tier 8 wieder gegen Tier 6. Ich habe nicht wirklich Angst, die Bayern anzufliegen und ich hoffe sogar alle Staffeln durchzukriegen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir fliegen mit unseren Torpedos an. Ihr seht, Bayern ist noch relativ Full HP. Sehr alleine unterwegs, also keine AA-Unterstützung. Und wir gucken mal, wie viele Angriffe wir jetzt hier durchkriegen. Auf 6 Kilometer mache ich den Angriff. Die Bayern brennt schon vorne. Mal gucken, ob man Flooding noch mitbekommen, weil sie jetzt nämlich ihren Brand gelöscht hat. Könnte jetzt fatal und verhängnisvoll für die Bayern sein. Fährt auch rückwärts. Also nicht so unbedingt schwierig, mit unserem Briten-CV hier diesen Angriff durchzubringen. Und wir haben den auch komplett ohne Schaden durchgebracht. Deswegen kurze Kurve geflogen und gleich nochmal den zweiten Angriff. Seht, wir machen hier nicht den unbedingt höchsten Schaden, aber darum geht es doch gar nicht, sondern wir wollen versuchen, möglichst viele Torpedotreffer zu landen. Jetzt fährt sie vor. Mal gucken, ob wir jetzt beide Torpedos trotzdem noch ins Ziel bringen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, nur einen Treffer. Leider aber auch noch kein Flooding. Aber jetzt haben wir auch gleichzeitig schon den Unterstützer gedroppt, weil wir bei 134.000 Schaden sind im Tier 6 Gefecht, wo eigentlich auch nicht so viel eigentlich abfällt. Aus der Erfahrung heraus, aber ihr seht, dritter Angriff auch durchgebracht und wir haben noch mal voll. Ja, unsere Füchse sind noch voll. Großkaliber jetzt auch gedroppt und wir bringen den vierten Angriff auch noch mit durch. Wir können die Bayern hier nicht komplett aus dem Gefecht nehmen. Das ging sicherlich in der alten Version von den Flugzeugträgern war das möglich gewesen. Hier schaffen wir es nicht. Hier bringen wir kontinuierlich eigentlich Schaden an. Leider kein Flooding durchgebracht, aber. Was wir hier feststellen können, alle vier Angriffe auf ein Tier 6 Schiff waren hier ganz locker möglich gewesen, ohne dass wir irgendwelche Flieger verlieren konnten oder irgendwie Angst haben mussten, dass uns die Flieger gleich verloren gehen. Und dementsprechend haben wir jetzt auch schon über 150.000 Schaden, unsere Z23. Da versuchen wir jetzt nochmal Gas zu geben und die zu beschützen, weil das Match ist jetzt entsprechend gewonnen. Implacable ist hier noch offen, wurde aber auch schon gut runtergezogen. Hälfte von HP hat sie nur noch. Der Gegner droppt hier auch seine Fighter. Deswegen lassen wir auch mal unsere Fighter da. Und hier versuchen wir mit dem Slingshot-Verfahren die Placement anzufliegen, weil jeder, der weiß, wie ein Flugzeugträger anfliegt, das macht bei den eigenen Flieger Aua. Und ja, hier bringen wir doch noch ein paar Flieger durch. Unsere
Bomber schaffen es hier noch gerade so einmal abzuwerfen und den. Mit diesem so ziemlich letzten Angriff haben wir unser Gefecht auch schon hinter uns gebracht. Wie gesagt, nehmt das nicht als repräsentativ. Ich habe euch hier nur mal gezeigt, was möglich ist mit einem Tier 8 Flugzeugträger im Tier 6, im Tier 7 Gefecht. Das ist nicht immer möglich. Bei Tier 10 würde das Ganze schon mehr anders aussehen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß wieder bei diesem Gefecht. Ihr konntet einiges mitnehmen und lernen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Abo. Schaut auf unsere anderen Kanäle rauf. Wir informieren überall rund um World of Warships. Seid wieder dabei, wenn Maracha wieder seine Livestream startet oder bei einer neuen Folge im Fokus. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Toxic85.